Herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider mit Arezo. Ich bin Arezo, das hier ist Lara Croft. Und wenn wir hier geradeaus weitergehen, dann finden wir ein Dokument. Das sollten wir noch lesen, bevor wir uns umgucken, was wir weitermachen. Ich glaube, das war die letzte Nebenquest, die wir jetzt hier gerade so hatten. Hier muss ich nach rechts. Das heißt, ich könnte theoretisch die Hauptquest weitermachen. Und dann sind wir fast durch, ne? Danach hätten wir nur noch ein paar DLCs übrig. Hinter mir. Da haben wir noch eine Person, die etwas abgelegen sitzt. Vielleicht erzählt ihr mir noch von Geheimnissen. Ein Bericht über eine Spukhöhle. Diese Geschichte handelt von einigen umliegenden Höhlen, in denen es angeblich spukt. Unheimliche Laute, die aus den Tiefen der Erde kommen. Niemand, der die Höhlen betreten hat, ist je wieder zurückgekehrt. Merkwürdige Geräusche, irgendetwas zwischen Donnergrollen und Hundegeheul. Und ein rätselhaftes Leuchten. Etwas zwischen Donnergrollen und Hundegeheul. Es könnte sein, dass da einfach wo der Ozean reinfließt. Ich meine, wir sind hier auf einer Insel, ne? Obwohl, sind wir hier auf einer Insel? Wie können Sie so fröhlich tratschen, nachdem wir so viel verloren haben? Tut mir leid. Hey, du bist nicht Mariella. Nein, ich... tut mir leid, dass ich gestört habe. Okay, gut. So, wo geht's mit der Hauptquest weiter? Ach Gott, ganz weit weg. Stimmt, ja, wir waren ja schon mal in einer geheimen Stadt und so. Okay, ich brauche ein Lagerfeuer. Lara übernimmt das Reisen. Ich weiß nicht, welches Spiel es war. Ich habe keine Ahnung, welches Spiel es war, aber es gab mal ein Spiel, bei dem man, wenn man die Schnellreise benutzt hat, eine kleine Videosequenz bekommen hat, bei der man die verschiedenen Abschnitte sehen konnte. Verdammter Modder. So, dass man eben sehen konnte, dass der Charakter tatsächlich auf Reisen gegangen ist, auch wenn man selbst eben davon nicht viel mitbekommen hat. Da haben wir noch einen Obelisken, den sollten wir... Moment, nicht mehr Obelisken, Monolith heißen die hier. Hier oben haben wir auch noch einen. Wir machen den mal schnell, einfach weil wir den auf dem Weg haben und ich die Monolithen eine interessante Idee finde. Ach ja, und wir sollten nach Gräbern noch gucken. Ob wir hier hinten welche übrig haben. Aber ich denke, wir sollten hier hinten mit allem fertig sein, soweit. Dr. Croft completed. Ich habe keine Ahnung wofür. Aber ich habe einen weiteren Erfolg. Und hier haben wir den Monolithen. Das beschreibt etwas in der Nähe. Ja, aber was? Zwei Wächter haben Fänge. Zwei Wächter haben Füße. Ein Wächter hat beides, um mich besser zu beschützen. Okay, zwei Wächter haben Fänge, zwei haben Füße, einer hat beides. Du hast Fänge. Du? Obwohl, nein, Moment. Ja, Füße ist schon, ja. Obwohl, aber man könnte auch sagen, dass das Fänge sind. Die da hat definitiv Fänge, die Schlange, und keine Füße. Fänge und Füße, ne? Da Fänge. Da Füße. Das hat nicht geklappt. Einmal, das hier sind Füße, ne? Und mit Hofänge, ja, der hat keinen Schnabel. Ich habe Fänge eben mit Klauen verwechselt. Aber das müsste hier beim Löwen sein. Da oben kommt Licht durch. Ah, hier haben wir es, ja. Nützlich. Ah, dann ist das doch nicht das vom Monolithen? Sie hat nicht gesagt, endlich. Doch, Monolith-Schatz. Sehr gut. Erledigt. Ich weiß nicht genau, was wir da gesammelt haben, aber wir haben was gesammelt. Gut. Okay. Ja, wir haben hier die Basislager, ganz viele. Wir haben keine Krypten oder so mehr dort. Also Moment, nee, sie werden uns so gar nicht angezeigt. Das heißt, wir müssen erst einmal auf der normalen Karte gucken. Hier hätten wir noch ein Dokument. Moment. Okay, wenn wir hier nach rechts gehen würden, den Gang runter, das können wir noch schnell machen, ne? Fallen sollten hier nicht sein. Ich glaube, das ist das... Ich wollte sagen, ich glaube, das ist das Gebiet von ganz am Anfang. Weil ich erinnere mich nicht an das Feuer hier.
Generell erinnere ich mich an den Anfang beunruhigend wenig. Okay, aua. Ne, hier kommen wir nicht so einfach lang, aber wir können hier durch. Okay, und hier sollte irgendwo ein Dokument rumliegen, das ich übersehen habe beim letzten Mal, als ich hier war. Da liegt's. Tempeluntersuchung, ein Trinity-Bericht über die Ausgrabung des Tempels des Lebens. An Dr. Dominguez. Möglichen Zugangspunkt zum Tempel außerhalb von Kuvakyaku entdeckt. Ausgrabungsequipment ist unterwegs. Ja, das ist definitiv, was ich einen Bericht bezeichnen würde. Ach Gott. Als einen Bericht bezeichnen würde. Hier hätten wir noch ein paar Dokumente. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt hin will. Mal sehen, hier haben wir ein Wandgemälde. Interessiert uns nicht so, hat weniger Priorität. Es gibt so viele Dokumente, die absolut enttäuschend sind. Deswegen will ich nicht auf Dokumentenjagd gehen. Da haben wir noch ein bisschen Gold. Das brauchen wir nicht. Ist das ein Grab? Das ist ein Grab. Okay, wir wollen also entweder zum Basislager Schotterstraße oder... Nee, Moment, Schotterstraße ist wahrscheinlich nicht das Ideale. Wir wollen zum Basislager Ruinen von Kuvakyaku. Okay. Wieder den Weg zurücklaufen. Also wenn wir Dokumente in der Nähe finden, dann können wir die einsammeln, aber ich werde jetzt nicht für die... Ich werde jetzt nicht für die Dokumente extra irgendwo hin. Hier ist nichts mehr. Ich war hier schon. Ich habe hier alles abgearbeitet. Ich brauche keine Angst zu haben, nur weil Klänge kommen. Immer schön. Oh, ich erinnere mich an das Rätsel. Ja, genau. Hier haben wir die beiden Codeschlüssel auf den beiden Seiten. Hier mussten wir rumdrehen. Nebenbei haben wir mit Jonah gechattet. Ja, telefoniert, meinetwegen. Oh, und da ist mein Lagerfeuer. Und schnelle Reise nach. Nicht zum Kino, der Aufstieg. Danke, wir wollen... Ah, Moment, das Grab wird tatsächlich hier noch mit angezeigt. Das ist gut, dann können wir zu den Ruinen teleportieren. Bald sind wir da. Also nur noch Gräberkrypten und Nebenquests, Dokumente und so werde ich nicht explizit jagen. Und wenn wir dann mit der Hauptstory durch sind, dann machen wir nur noch die DLCs, die eben vom Hauptmenü aus zu erreichen sind und dann ist Schluss. Also 2-3 Folgen haben wir noch. Hier muss ich nach links. Alles voll. Ich ja, kann nicht okay, mehr tragen. Okay. Sind wir noch auf dem richtigen Kurs? Ja, wir müssen weiter nach links. Herausforderungsgrab. Yay! Erkunden, um den Eingang zu finden. Dürfte nicht zu schwierig sein. Ja, wirklich nicht schwierig. Und hier haben wir ein paar Drachenköpfe. Ah. Was sind das für Tierchen gewesen? Haben die Bärenköpfe eventuell so verziert, dass sie nach Drachen aussehen? Oh, was haben wir denn hier Schönes? Karte aktualisiert. Wir haben ein paar Geheimnisse entdeckt. Das da nämlich, offenbar. Also, ja, wir haben ein paar Überlebenverstecke bekommen. Aber die interessieren mich ja nicht so. Also die Gräber scheinen auch bei der Schnellreisenkarte mit angezeigt zu werden. Deswegen ist das wahrscheinlich ganz
Gut, dann müssen wir nicht immer auf der Karte rumgucken. Fehlende Ausrüstung. Das ist doof. Gut, wir haben das überlebt. Dann schauen wir uns hier mal um, ob wir irgendwas Schönes finden. Da hinten haben wir Erze. Na los, Lara. Danke sehr. Und jetzt darfst du auch wieder atmen. So, dann schauen wir uns das Grab mal weiter an, ne? Hallo? Da hinten brennt's. Kann ich mich da oben einhaken? Wahrscheinlich nicht, aber ich kann hier hochklettern. Und hier rutsche ich gleich? Nee. Okay. Unbekanntes Gebiet, Herausforderungsgrab. Sehr schön, wir sind auf dem richtigen Weg. Da oben windet's ganz schön. Hui! Lara, wir hatten darüber gesprochen. Keine Schimpfwörter in meinen Videos. Okay, abseilen. Oh, ja, wir haben hier wieder Zombie-Hexen. Kein Problem, wir wissen ja, wie man mit denen umgehen muss, ne? Okay, wie geht's von hier aus weiter? Kann ich da hochklettern? Eventuell. Kann ich hier einfach runterhopsen? Gefiele mir jetzt nicht so. Ich schätze, ich muss hier lang hopsen. Okay. Ging in eine andere Richtung, als ich vermutet hatte, aber ist in Ordnung. Lara weiß schon, was sie tut. Ja, da reinzuschleichen, während hier die Zombie-Hexen rumlaufen, ist wahrscheinlich nicht das Klügste. Aber wir machen es trotzdem, nachdem wir. Also nein, das da ist Öl. Das hatten wir sogar schon gesehen. Die Wände sind porös. Das Öl muss durchsickern. Mir fällt auf, das war immer noch. Oh, ach Gott. Okay, wir haben Hunde. Fällt auf, dass wir immer noch das Schlangenwachen-Outfit anhaben. Eigentlich will ich die Reiher-Tunika immer tragen. Die ist hübscher. Top. Okay, Lara, du hast schon wieder die Dinge kaputt gemacht. Das ist nicht in Ordnung. Hi, Hunde. Tut mir leid. Kommen Sie. Au! Tut mir leid. Ich hätte lieber eine friedliche Lösung gehabt. Okay, ja, die kann ich alle nicht ausschlachten, aber ich kann trotzdem Pfeile zurückbekommen. Okay, 33, das ist gut. Hier können wir was lesen. Was können wir hier lesen, Lara? Ich kann das von hier aus nicht so erkennen. Das ist wieder Mam. Darstellung eines Opfers, heulende Höhlen. Wenn die Höhlen zu heulen beginnen, muss ein Krieger hinabsteigen, um das Leid zu lindern. Wird nicht einer geopfert, werden alle sterben. Okay. Ja, die Hunde bekommen Hunger, ne?
Deswegen muss man ab und zu mal ein paar Krieger nach unten schicken. Zum Füttern. So, und noch ein paar Pfeile eingesammelt. Jetzt sind wir wieder beim Maximalen. Da können wir hochklettern. Okay, wirkt recht sicher. Das sammeln wir noch ein. Okay, da war alles voll. Das sammeln wir noch ein. Lara, lies vor. Lara. Danke. Oh, Mama, nächste Stufe. Ein Bericht über eine Entdeckung geheime Winde. Die Ältesten des Dorfes haben uns belogen. Es gibt keine Bestie im Untergrund. Das Heulen, das wir hören, ist nur der Wind, der durch die kleinen Höhlen weht, die zur Oberfläche führen. Sie haben unsere Angst lange genug benutzt, um uns zu kontrollieren. Sobald ich einen Weg aus diesem infernalischen Schwitzbad finde, werfe ich ihnen ihre Lügen vor die Füße. Na, viel Glück. Ich frage mich, ob er es geschafft hat. Monolithen freigeschaltet, alte Dialekte verbessert. Ich wusste nicht, dass ich für Mam noch Monolithen hatte, die ich nicht lesen kann. Wir sind beim Petroleumlager angekommen und haben hier ein neues Basislager, das ist schön. Ja, okay, dieses... Wir sind direkt am Grab vorbeigegangen, ne? Also, ich dachte, wir hätten es zum Grab geschafft, aber da sind wir eben nicht angekommen. Was ist das da für ein Totenschädel? Forschertasche, okay. Inventar. Kleidung, Reihertonika, danke sehr. Sehr schön. Ich meine, es kommt mir schon vor, als wären wir hier in dem Grab. Okay, das geht so nicht. Aber wir haben hier auch nichts, das wir da vorziehen können. Ich meine, wir können einfach hier klettern, ne? Das geht. Wir müssen die Brücke nicht unbedingt benutzen. Axolotl, Gott des Todes. Ich muss darüber. Okay, kein Problem. Machen wir. Oder zählt das als Grabeingang? Ich finde es seltsam, dass wir eben auf der Karte so weit weg vom Grab jetzt sind schon. Ja, das hier dürfte dann ein Hauptstory-Grab sein und kein... Vielleicht kann ich das irgendwie löschen. Ja, aber wie? Haben wir hier irgendwo Wasser? Oder können wir den Sauerstoff mal ein bisschen abdrehen? Pusten. Sehr, sehr stark. Ich denke nicht, dass das funktioniert. Ja, okay. Das war der amerikanische Versuch, ne? Mit Pistolen in Hurricane schießen. Manchmal kann ich hier dran langklettern? Ja, okay. Und hopp. Au. Okay, wir haben uns tödlich das Knie aufgeschlagen. Ja, von wegen, das Heulen ist der Wind, ne? Das Heulen sind die Hündchen. Windhunde. Vielleicht kann ich das irgendwie löschen. Ja, vielleicht. Wenn wir den Sprung hier tatsächlich hinbekommen. Oh Gott, nein, Lara! Ach Gott. Das ist eine sehr, sehr, sehr lange Todesszene, ne? Ja, Lara, ich weiß, wir können es eventuell irgendwie löschen. Du musst es mir nicht sagen. Danke. Und kann ich hier hochklettern noch? Nein. Ja, dann muss ich hier diesen Sprung einfach schaffen, ne? Dann drücke ich wahrscheinlich einfach falsch. Ach, Gott! Mm-hmm.
Ja, das Hochklettern habe ich schon versucht, es hat nicht funktioniert. Vielleicht kann ich das irgendwie löschen. Ja, Lara, danke, vielleicht können wir das. Okay, versuchen wir mal Folgendes. Wir versuchen uns abzuseilen. Nee, das klappt auch nicht. Hier hochklettern kann ich auch nicht. Aber irgendwas muss ich hiermit doch machen können, ne? Warum sollten wir daran sonst klettern können? Das Spiel macht normalerweise nicht, packt normalerweise nichts rein, das einfach nur da ist, damit man, damit sich die Welt lebendiger anfühlt oder so. Ich sehe da auch nichts, wo ich mich mit einem Pfeil direkt verbinden könnte. Wir können hier nicht weiter hochklettern. Tja. Also, ich weiß nicht weiter. Das heißt, wir machen das in der nächsten Folge, ne? Dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.